尊敬的萨克森迈耶教授，尊敬的舒曼主席，尊敬的陶百良参赞，尊敬的艾森斯密特主任，各位嘉宾、女士们、先生们、朋友们，大家好！非常高兴和 China Team 汉诺威经济发展署共同组织这次中小企业论坛。我谨代表太仓高新区对各位嘉宾表示热烈的欢迎。对长期以来关心关注太仓发展的各界人士、德国友人表示衷心的感谢。太仓与德国的合作交流源远流长，自1993年第一家德企落户太仓以来，太仓坚持以中德合作城市典范目标定位，全面深化对德合作内涵。目前在泰德企总数已经突破400家。有近50家的行业隐形冠军，投资总额超50亿欧元，形成了高端装备制造、汽车核心零部件等主导产业，建设了德国中心、德国商会太仓办公室、中德创新园等一批对德合作的载体。双元制教育品牌持续擦亮，城建、科技、商贸、文化等各个领域双向开放也日益频繁。太仓已经成为中德合作最具代表性的城市之一，是名副其实的德企之乡。太仓对德合作取得的显著成绩，得益于中德两国各界的大力支持，也是太仓多年来精耕细作、始终如一的结果。太仓致力于打造便捷、高效、透明的营商环境，坚持无事不扰、有求必应的理念，持续优化营商环境。加强知识产权保护，不断推动德企与民企融合创新、协同发展。站在新的起点上，太仓将始终把对德合作置于中国持续扩大改革开放和长三角一体化战略大背景下，矢志打造中德合作城市典范，推动太仓对德合作迈入更高层次。最后，预祝本次论坛取得圆满成功。祝各位嘉宾身体健康，万事如意，谢谢大家。Exzellenzen, sehr geehrter Herr Vizebürgermeister, sehr geehrter Konsul Tao, sehr geehrter Herr Eisenschmidt, liebe Gäste und Freunde in China und Deutschland, meine Damen und Herren. Im Namen des Bundesverbandes für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft freue ich mich sehr, Sie heute anlässlich der Taizang 2021 Go China, Go Global Konferenz begrüßen zu dürfen. Hier in Deutschland befinden wir uns nach der Bundestagswahl Ende September noch mitten in der Bildung einer neuen Bundesregierung. Und der zukünftige Kurs der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit ist etwas ungewiss und derzeit Gegenstand einer intensiven politischen Debatte zwischen den neuen Regierungsparteien. Als Vorsitzender eines Verbandes, der sich seit mehr als 18 Jahren kontinuierlich für die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen einsetzt, möchte ich daher zunächst meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass auch die neue Bundesregierung einen klaren Kurs im Interesse der Stärkung der Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern einschlagen wird. In einer multipolaren Welt, die gleichermaßen von vielfältigen Herausforderungen geprägt ist, ist eine stabile Partnerschaft zwischen China und Deutschland heute wichtiger denn je. Mit Blick auf das China-Engagement des deutschen Mittelstands sehen wir weiter großes Potenzial für deutsche Unternehmen, die, wie beispielsweise seit vielen Jahren in Taizang in China, noch mit offenen Armen empfangen werden. Von der Bedeutung, die Taizang auch der Ansiedlung kleiner und mittlerer Unternehmen beimisst, die im Mittelpunkt der heutigen Konferenz stehen, profitieren sowohl die deutsche als auch die chinesische Seite. Das lokale Engagement, optimale Rahmenbedingungen für solche Unternehmen zu schaffen, ist in Taizang beispielhaft und über mehrere Jahrzehnte gewachsen. Deutsche Unternehmen können aber mittlerweile auch von chinesischen Innovationen lernen, so wie China von deutschen Unternehmen und deutschen Innovationen gelernt hat. Deutsche und chinesische Innovationskraft können sich gut ergänzen. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist es wichtig, dass wir im Austausch bleiben,
und bestehende Kooperationen nicht nur fortführen, sondern ausbauen und vertiefen. Die Förderung der deutsch-chinesischen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen ist eine Schlüsselaufgabe für die Zukunft und sie liegt im Interesse unserer beiden Länder. Orte wie Taizang, die manche ja schon eine deutsche Stadt in China nennen, sind hierbei von großer Bedeutung. Lassen Sie mich deshalb mit einem erneuten klaren Bekenntnis zu freundschaftlichen deutsch-chinesischen Beziehungen und deren Ausbau auf allen Ebenen unserer Gesellschaften schließen. Ich wünsche uns für den heutigen Tag einen fruchtbaren Austausch, viele neue Eindrücke und eine erfolgreiche Entwicklung nachhaltiger Partnerschaften. Und unseren chinesischen Freunden und Partnern in Taizang wünsche ich alles Gute und freue mich schon sehr auf ein hoffentlich baldiges persönliches Wiedersehen in China oder Deutschland, wo Sie uns herzlich willkommen sind. Vielen Dank. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, sehr geehrter Vizebürgermeister He, sehr geehrter Herr Tao, Wirtschaftskonsul im chinesischen Generalkonsulat hier. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass wir uns heute hier treffen können zur China-KMU-Webkonferenz und uns zu informieren, uns auszutauschen, spannende Vorträge zu hören von Unternehmen, von Experten, die Erfahrungen im chinesischen Markt haben, informieren über die aktuelle Situation, aber auch Informationen zu erhalten, um vielleicht die eigenen Pläne darauf auszurichten, auf eine Zeit nach Corona strategische Entscheidungen zu treffen, die der chinesische Markt in den nächsten Jahren auch für deutsche Unternehmen bieten könnten. Wir freuen uns, dass wir hier mit dieser Konferenz, die zum Teil hier im Haus der Wirtschaftsförderung stattfindet, eine kleine Brücke bauen können. Normalerweise sind wir hier in Hannover als Messestadt, als Ort der weltgrößten Industriemessen regelmäßig Gastgeberin für viele internationale Partner, insbesondere auch aus China. Und hoffentlich, und die Situation sieht zurzeit doch eher gut aus, haben wir denn im nächsten Jahr in 2022 endlich wieder eine Hannover-Messe als Präsenzmesse hier in Hannover. Und spätestens dann würde ich mich sehr freuen, Sie alle hier in Hannover persönlich begrüßen zu können, um die Anregungen, den Austausch, die Informationen, die Diskussion, die wir heute erhalten haben, dann vielleicht auch fortzuführen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, viele Erkenntnisse, einen interessanten Austausch und bitte bleiben Sie gesund. Bis bald. Tschüss. Ich bin sehr froh, dass ich heute dabei sein kann und über die Geschichte von EMS Gear in China sprechen kann. Was ich heute gerne vorstellen würde, kurze Vorstellung von EMS, dann die Geschäftsentwicklung in China, was waren die Erfolgsfaktoren soweit, was sind unsere heutigen Herausforderungen und was sind die Lösungsansätze. Und ein bisschen Ausblick in die Zukunft geben, was sind die Initiativen und Projekte, die wir heute anstreben, um in der Zukunft auch erfolgreich zu sein. Also EMS Gear ist ein typischer mittelständischer Familienunternehmen aus dem Schwarzwald mit einer sehr langen History und einer sehr klaren Vision. Die Werte, die wir haben, ist relativ wichtig, um zu verstehen, warum wir die gewisse strategische Ansätze haben. Eigenständigkeit und Unabhängigkeit ist sehr wichtig für uns. Wir wachsen nur aus eigenem Kapital. Wir wollen nicht von irgendwelchen Banken oder Investoren abhängig sein. Wir erreichen unsere Marktführerschaft durch unsere hohe Technologieansatz und hohen Qualität und wir sind sehr stolz drauf und wir pflegen ein internationales Kultur basierend auf die langjährigen Werte des Unternehmens. Der Unternehmen hat vor 160 Jahren mit Uhrenteile und Uhrenwerke angefangen, wie üblich damals in der Schwarzwald. Und dann in den 80er Jahren haben wir auch in die Automobilindustrie gewechselt. Wir haben 10 Standorte weltweit, 3 davon in Nordamerika, Mehrheit in Deutschland und ein Produktionsstandort in China, in Taizang.
Wir haben zurzeit 3200 Mitarbeiter. Wir waren mal ein paar hundert mehr, aber die Krise 2018 und die danach folgende Pandemie hat dazu geführt, dass wir unsere Organisation ein bisschen anpassen müssen. Wir machen weltweit 440 Millionen Umsatz. Dieses Jahr werden wir wahrscheinlich auch die 500 Millionen Grenze überschritten, trotz aller Schwierigkeiten. In China haben wir im 2009 angefangen mit der klaren Strategie, dass wir eine lokale Produktion für den lokalen Markt aufstellen. Wir wollten keine Teile durch die Welt schicken. Wir haben hier entsprechend den Markt aufgebaut für uns und wir haben auch die Produktion mit dem gleichen Qualitäts- und Technologiestandards wie in Deutschland hier aufgestellt. Im 2015 haben wir einen neuen Standort gemietet, zuerst mit 15.000 Quadratmeter Fläche. Mittlerweile ist es verdoppelt, wir haben 30.000. Und im 2018 haben wir auch unser eigenes Ausbildungszentrum aufgestellt, auf ähnlicher Basis wie die duale Ausbildung in Deutschland mit einer lokalen Mittelschule. Und mittlerweile haben wir 60 Azubis. Wir trainen unsere Techniker auch selber. Zurzeit haben wir einen Umsatz von 600 Millionen RMB, was nahezu 90 Millionen Euro ist. Und wir haben eine Mitarbeiterzahl von 540 plus die 60 Azubis, insgesamt 600 Mitarbeiter. Was waren die Erfolgsfaktoren, die uns soweit in China erfolgreich gemacht haben? Die Werte, die der Unternehmen vertritt, das haben wir auch sozusagen nach China mitgenommen und importiert. Natürlich angepasst an der lokalen Kultur, aber wir machen bei manchen Sachen keine Kompromisse. Und die Sachen sind zum Beispiel Compliance. Wir halten immer hundertprozentig die Regeln ein und das gilt hier für China, auch für die chinesischen Vorschriften, Bestimmungen und Regeln. Und wir haben eine sehr offene Kultur und wir haben Respekt für kulturelle Unterschiede. Die Strategie, wie gesagt, ein sehr wichtiger Eckpunkt ist, dass wir lokal für lokal produzieren. Das macht uns weniger anfällig gegen verschiedene Änderungen in Steuern, im Zoll und so weiter und Lieferschwierigkeiten. Also das hat uns unheimlich geholfen in den schwierigen Zeiten, zum Beispiel in den letzten Jahren wegen der Pandemie. Wir haben nur einen einheitlichen Qualitätsstandard. Also wir produzieren keine China-Qualität, wir produzieren der gleiche Qualität hier in Taizang, als wir das in Deutschland machen. Wie gesagt, wir streben für ein beherrschbares Wachstum. Wir investieren nicht mehr, als wir leisten können. Wir machen einen sehr stabilen Wachstum. Deswegen hat uns auch mehr als 10 Jahre gedauert, hier in China vom Start auf den heutigen Stand zu kommen. Aber wir glauben an den langfristigen Planung und die stabilen langfristigen Ergebnisse. Und wir wollen unsere Technologieführerschaft auch hier beibehalten und auch kontinuierlich unsere Prozesse verbessern. Ein weiterer sehr wichtiger Erfolgsfaktor ist die Menschen, unsere Mitarbeiter. Also wir investieren in unsere Mitarbeiter. Wir stellen die Leute ein, die zu unseren Werten passen. Das ist für uns der erst wichtigste Sache, dann wir bilden unsere eigenen Leute aus und wir haben eine sehr flache und offene Unternehmenskultur, wo wir durch die verschiedenen Ebenen auch eine offene Diskussion und eine sehr offene Kommunikation auch erwarten. Auch in unserer Geschäftsumgebung sind wir sehr aktiv. Wir pflegen ein sehr gutes Verhältnis und Zusammenarbeit mit der lokalen Regierung. Wir auch unterstützen die lokale Gemeinschaft und wir unterstützen auch den Inclusion Factory hier, was behinderte Leute beschäftigt. Und
Wir spendieren auch sehr viel zu verschiedenen Schulen hier in der Umgebung. Und wir nehmen auch aktiv teil in dem Netzwerk von ähnlichen lokalen kleinen und mittelständischen Unternehmen. Hier in Taizang gibt es über 200 deutsche Firmen, also da gibt es ein relativ großes Netzwerk dazu. Was sind die Herausforderungen, die wir kämpfen müssen? Also ganz von den großen Bildern angefangen, es gibt natürlich sehr viele geopolitische Spannungen, wessen Auswirkung auch uns betrifft, zum Beispiel den Trade War mit USA und verschiedene andere Diskussionen, die zum erhöhten Materialpreisen oder erhöhten Lieferzeiten führen. Hier hat uns sehr viel unsere richtige Strategie geholfen, dass wir relativ wenig abhängig sind von Import und auch relativ wenig exportieren. Also damit kann man den Einfluss in Grenzen halten. Natürlich in China, die Änderung von der Regelungen hat eine ganz andere Geschwindigkeit, als wir zum Beispiel in Deutschland gewöhnt sind. Also da muss man sehr aktiv dranbleiben, gute Kommunikation mit der lokalen Regierung und auch eine gute Zusammenarbeit mit anderen Firmen, damit man rechtzeitig informiert ist und dann kann man auch der eine oder andere Vorteil davon haben. Und wir fokussieren sehr viel auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit, was hier von den lokalen und auch von der nationalen Regierung in China sehr befördert wird. Deswegen haben wir verschiedene Vorteile dann, womit wir den Einfluss von diesen Änderungen von der Regelungen auch kompensieren können. Natürlich in China noch immer ein Thema der zunehmenden Konkurrenz und unsere Produkte auf ersten Blick sind nicht so kompliziert, also gibt es sehr viele lokale Wettbewerber, aber wir wollen das mit unserer sehr fortgeschrittenen Technologie und auch sehr hoher Qualität bekämpfen. Und soweit können wir sagen, da sind wir auch sehr erfolgreich. Und ein anderes Thema ist Fluktuation und Personaleinstellung, insbesondere mit den jüngeren Leuten in China ist es immer schwieriger, Leute in Industrie zu bekommen. Aber wir investieren sehr viel in Mitarbeiterentwicklung und wir lassen unsere Mitarbeiter auch international exponieren. Damit kann man ziemlich viele Leute gut beim Unternehmen behalten. Natürlich, das sind die lokalen Einflüsse und dazu kommen noch die aktuellen globalen Themen wie Pandemie oder Halbleiter-Lieferschwierigkeiten. Natürlich, die betreffen uns auch, aber die sind nicht strategische Themen und hoffentlich werden sie kurzfristig vorbei sein. Das sind die aktuellen Herausforderungen für uns. Was planen wir für die Zukunft? Natürlich, Digitalisierung ist ein Megatrend, was wir auch nicht vermeiden können. Also hier haben wir schon vor einem Jahr eine globale Digitalisierungsstrategie angefangen, wo China auch sehr aktiv mitspielt. Und wir haben ganz klar den Fokus auf Prozessverbesserung gesetzt. Und Prozessverbesserung, bevor wir überhaupt digitalisieren. Also ein Prozess mit vielen Verschwendungen macht keinen Sinn zu digitalisieren. Und wir wollen diese Digitalisierungsinitiative auch so fahren, dass wir zuerst unsere Prozesse durchleiten, die möglichen Verschwendungen eliminieren und erst dann digitalisieren. Und ein anderer Schwerpunkt bei der Digitalisierung ist Effizienzsteigerung
und Mitarbeiterbefähigung, also dass wir unsere Mitarbeiter die tägliche Arbeit leichter machen können. Neben der Digitalisierung haben wir auch angefangen, eine Sustainability-Initiative, wo wir nicht nur über Umweltschutz und Energiesparung sprechen, sondern über Governance, Compliance-Themen, über Mitarbeiter auch. Also da nehmen wir auch einen holistischen Approach. Um kurz zusammenzufassen, wir haben aus unserer Sicht die richtige Strategie, die im Grundsatz sich in den letzten 10 Jahren nicht geändert hat und soweit hat sich auch bestätigt. Und die ergänzen wir jetzt mit neuen Initiativen wie Digitalisierung, kontinuierliche Prozessverbesserung und auch wir arbeiten an Sustainability, an der Nachhaltigkeit. Und damit sind wir überzeugt, dass wir in den nächsten 10 Jahren auch in China erfolgreich werden können. Dankeschön. Das war es von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wenn es Fragen gibt, ich stehe gerne später auch zur Verfügung. Vielen Dank. Super, Dankeschön. Das war richtig interessant. Ergänzen will ich nur zu einer Chatfrage. Wir machen eine Aufzeichnung und wir werden die auch publizieren, sodass Sie Einsicht haben können in die Präsentationen. Wenn Ihnen etwas ganz besonders gefallen hat, dann wenden Sie sich an uns und wir werden Ihnen auch die Adresse des Gesprächspartners geben, damit die Präsentation ergänzt werden kann im direkten Austausch. So, Hong Hong. Vielen Dank, Peter. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Impulsredner. Er ist ein besonderer Gast und der Francis Krämer. Ich kenne ihn ja im letzten Jahr bei seinem Podcast China Flexpart. Und er ist zurzeit Sales und Marketing Director bei der Firma Julie Automation Shanghai. Herr Krämer hat nach 10 Jahren im technischen Vertrieb in Deutschland den Neustart in China gewagt. Als deutscher Verkäufer unter Chinesen. Das war vor genau 5 Jahren. Heute begleitet er ein chinesisches Familienunternehmen, zu dem er jetzt auch vorstellen wird, auf dem Weg der Internationalisierung. Zusätzlich baut er durch sein China-Flexpart-Podcast alle Wissen über Karriere in China auf. Ich freue mich sehr, das Wort an Francis zu geben. Bitte, Francis. Danke. Okay. Ich bin Francis. Ich bin mal per Du heute. Wir sind in China alle mit dem Vornamen, wenn wir nicht keine chinesischen Namen haben. Ihr habt vielleicht mein Thema schon gelesen heute. Es geht um International E-Motor Engineering, ein ganz heißes Thema in China. China führt die EV-Generation an. Das heißt, viele neuen Elektroautos werden jetzt in China gelauncht und kommen dann irgendwann nach Europa. Genau das Gleiche passiert mit der gesamten Zulieferindustrie. Und was wir jetzt tun, ist, dass ich das live mitbekomme. Also ich bin hier in Jiaxing, das ist ganz in der Nähe von Shanghai. Ich bin schon immer ein Fan gewesen von chinesischen Produkten und chinesischen Ideen. Und was ihr hier seht, ist eine Kombination von meinen beiden Leidenschaften. Ich bin im Toastmasters Club und übe da präsentieren. Und wir haben uns zusammen das Auto XPeng angeguckt, als es gerade rauskam. Und XPeng, Xiaopeng auf Chinesisch, ist wirklich ein tolles Konzept. Eine klassische chinesische Entwicklung, die also nicht bei Null anfängt, sondern das Beste von Tesla nimmt und es noch besser macht. Und wir haben halt einfach im Team geschaut, wie schauen wir das an. Und was ich heute besprechen möchte, ist meine zwei Welten, die ich kennengelernt habe. Also zuerst habe ich nach meinen 10 Jahren in Deutschland 3 Jahre gearbeitet bei Stiva Automation. Das ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen aus Österreich, sehr erfolgreich in China. Und bin dann von dort aus mit dieser internationalen Erfahrung zu einem chinesischen Familienunternehmen gewechselt, bei Julie Automation. Und habe diese Entwicklung mitgemacht von Small Motors, also von kleinen Motoren zu EV Motors. Und das ist ein großes Thema, weil das auch viel mehr Budget mit beeinflusst. Das ist sehr schwierig zu meistern.
Es geht darum auch um die Investitionsbereitschaft der Kunden. Also wie können sie ihre Anlagen so skalieren, dass sie das bauen und das bekommen, was sie brauchen? Und wie wird so eine Firma international? Ja, das ist also mein Thema für heute. Ich versuche mich kurz zu halten wie die Vorredner zuvor. Julie Automation wurde 1989 gegründet von einer Familie. Das ist, sind die Eltern meines Chefs. Und sie haben es relativ schnell geschafft, sich in diesem Winding-Technology-Markt zu platzieren und haben dann auch nach ca. 10, 15 Jahren den Eintritt geschafft ins internationale Geschäft und haben mit Brose, Valeo und Bosch wirklich tolle Anlagen gebaut, die sie dann über ganz China verteilt haben und teilweise auch international geschafft haben. Das heißt, Julie Automation war damals als Julie Technology noch wirklich bekannt weltweit für diese Technologie, günstig in China, in der Nähe von Shanghai, nicht so weit weg. Und die haben es geschafft, wirklich tolle Anlagen mit internationalem Standard zu bauen, die dann über solche deutschen Tier-One-Supplier dann in die Welt geschickt wurden. Ja? Für diese Kunden war das allerdings doch meist made in China. Das heißt, die haben gesagt, ich kaufe das, wenn ich einen lokalen Supplier brauche. Aber sobald es international werden soll, dann suche ich mir eben internationalen Anbieter. Da gibt es wirklich einige aus Japan und aus Deutschland und aus Italien gibt es viele und das sind die, von denen diese Familie auch viel gelernt hat. Ja, auf der rechten Seite seht ihr die beiden Gründer. Ja, das ist der, sind der Vater und die Mutter von meinem Chef. Unten drunter, die, der junge Mann, da ist der Sohn, einer der beiden Zwillinge. Rechts, links von mir seht ihr den Schwager meines Chefs, also quasi den Schwiegersohn. Der leitet jetzt das Unternehmen, was ihr gerade gesehen habt auf dem Bild. Und daneben sind externe Manager, die es geführt haben. Und das hier ist Jiping, mein Chef, ja, mein Mentor, mein Chef, der mich hier in die Firma reingeholt hat. In dem Hintergrund seht ihr die Firma seiner Eltern. Und ich habe dieses Bild gemacht, nachdem ich schon fast über ein halbes Jahr für ihn gearbeitet habe. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, weil ich habe ihn nicht so kennengelernt. Also so sehe ich ihn quasi vor dem Lebenswerk seiner Eltern. Und er hat aber gesagt, das ist nichts für ihn. Er wollte richtig groß in die Welt raus und hat dann links, er ist Architekt aus, von Ausbildung her, hat links dieses Gebäude aus dem Boden gestampft, hat also 2011 dieses Land gekauft in Jiaxing. Jiaxing ist viel näher an Shanghai, etwa eine Stunde Autofahrt nach Suzhou, ein bisschen weiter nach Hongqiao, nach Taizang vielleicht 90 Minuten, also eine super Lage. Das Grundstück seiner Eltern ist etwa 4 Stunden Fahrt, also deutlich weiter. Und er ist in die Schweiz gegangen und hat diese Firma ATS damals gekauft, umgebrandet in SMZ und hat daraus quasi einen internationalen Standort gemacht für seine Firma. Das war alles genau in der gleichen Zeit, also zwischen 2011 und 2015. Was daraus entstanden ist, ist dann der Eintritt in diesen Markt, also BLDC State Alliance. Damit konnte er mit dieser neuen Firma, Julie Automation, für die ich jetzt arbeite, das seht ihr oben im Lager, im Logo, Julie de Donghua, konnte er als wirklich als Lieferant die Kunden übernehmen von der Firma in der Schweiz, aber auch in China weitere Kunden dazugewinnen in diesem viel, viel hochwertigeren Standard. Und was wir heute erklären möchten, ist, wie geht es von da aus weiter? Also das war schon ein riesengroßer Schritt in diesem viel hochwertigeren Motormarkt mit weiteren internationalen Kunden. Er hat dann aber entschieden, er möchte eben nicht nur mit solchen Kunden arbeiten, sondern er möchte, Moment, ich habe irgendwie den Faden verloren, genau, er möchte in die E-Mobilität einsteigen. Und dieser Schritt von kleinen Motoren in E-Mobilität war wirklich ein unheimlich großer Schritt. Das Problem ist immer, man braucht einen ersten Kunden. Das heißt, ein Maschinenbauer sagt, ich möchte jetzt da rein und der Kunde sagt, naja, hast du sowas schon mal gebaut? Nein. Also musst du einen Kunden finden, der sagt, ich traue dir zu, dass du das kannst und ich gebe dir viel Zeit. Und das war eine Tochtergesellschaft von SAIC. SAIC, der Motor heißt Hasco, Huayi auf Chinesisch, das ist ein chinesischer Motorenbauer. Der hat Julie Automation die Chance gegeben, dieses erste Projekt zu bauen, was bis heute immer noch das große Referenzprojekt ist. Das war möglich, weil die viele Jahre zuvor die Firma Julie als Familienunternehmen in viele Technologien investiert hat, die für diesen Motorenbau, für Traction Drive auch verwendet wurden und gebraucht wurden. Das fing dann an mit Paint Dripping, Wire Forming, ganz wichtig. Ne? Die Forming-Technologie, die man da auf dem Bild sieht, ist immer noch das, was heute in Maschinen eingebaut wird. Und Schritt für Schritt hat Julie Automation eben versucht, diese Thematik zu übernehmen und dann in wirklich die absolut
hochkarätige Technologie einzubauen. Dazu möchte ich einfach sagen, ich habe vorher das Bild gezeigt von Brushless Motors, also bürstenlose Motoren. Das ist eine Technologie, die eben aus der Schweiz übertragen wurde nach China. Das kann man so machen, man kauft eine Firma, nimmt die Technologie mit. Diese Technologie hier wurde eben 100% in China entwickelt und verbessert. Mein Job ist, diese Firma international zu machen, und mein Team hat diese Präsentation hier gebaut für mich. Das heißt, wir versuchen, internationalen Kunden zu zeigen, wie funktioniert so ein Montageprozess, sodass sie wirklich überlegen, sie kaufen die Katze nicht im Sack, sondern sie wissen ganz genau, was sie bekommen, wie so ein Montageprozess funktioniert. Und dann kann der Kunde überlegen, ob er sich das genau anschaut. Ganz wichtige Prozesse hier, seht ihr, sind Paper Insertion, also die Vorbereitung von so einem Stator, wo dann nachher die Hairpin-Technologie reinkommt. Dann das Pin-Forming, also das Biegen dieser Pins. Dann der Pressprozess, um diese Pins in ein Basket zu bringen, den Basket in den Stator einzuführen. Und später die weitere Bearbeitung und dann das Schweißen. Ja, Deutsche mögen Laser-Welding, Laserschweißen. Es ist deutlich teurer als das japanische TIG-Welding. Wir sind also ständig in Diskussion mit Kunden, um zu überlegen, was ist die beste Technologie und günstig, und bauen dann für jeden Kunden solche Layouts. Das ist also die höchste Stückzahl, die wir pro Jahr produzieren können. 300.000 Motoren, Elektromotoren pro Jahr. Also ein Auto hat vielleicht manchmal zwei Elektromotoren. Das heißt, man müsste schon ganz schön großen Kunden haben, damit man so viel absetzen kann pro Jahr. Also ein Tier-One-Supplier wie Bosch oder Valeo oder BorgWarner, der in der Lage ist, so viele Aufträge, also Motoren an seinen Kunden, wie zum Beispiel Xiaopeng oder Tesla, zu verkaufen. Wir können das dann skalieren. Also wir können sagen, wir können es ein bisschen kleiner machen für den ersten Schritt, also zum Beispiel 150.000 oder 100.000 oder noch kleiner, 20.000 bis 50.000. Wir können das dann auch später wieder zurückskalieren. Also wir zeigen dem Kunden, dass wir in China sowas bauen können, komplett von null an, und dann eben gemeinsam diese Stückzahl, wenn die dann so weitergeht, also wenn tatsächlich die Stückzahl sich gut entwickelt, können wir dem Kunden helfen, das so zu entwickeln, wie er das gerne umsetzen möchte. Wir bauen dann jede einzelne Station, gibt es einen Standard. Das heißt, für jede Station gibt es zum Beispiel hier Paper Insertion, gibt es dann verschiedene Standards von Kunden. Jeder Kunde macht das ein bisschen anders. Es gibt ja den O-Shape, den Double-B-Shape, den U-Shape und so weiter. Und für jede Technologie haben wir über die Jahre jetzt einen Standard gebaut als Vollautomatisierung, die das ermöglicht, dass eben, wenn ein Kunde eine gewisse Vorgabe hat, dass sie dann per 3D dann entwickelt werden kann und dass der Kunde genau weiß, was er bekommt. Ganz wichtig ist dieser Pin-Forming-Prozess, der inzwischen, wir haben früher mit so Messertechnik gearbeitet, also Mechanical Stripping von einem Animal. Das ist alles sehr technisch, will ich so ins Detail gehen, aber wir haben jetzt auch auf Kundenwunsch angefangen mit Lasertechnologie. Das kommt sehr gut an, und das ist auch ganz wichtig, um zu wissen, wie kann man es schaffen, die Automation zu erhöhen. Im letzten Schritt ist es so, dass es eine Impregnierung braucht von diesem Motor, und das machen wir mit einer Art abgekopselten Prozesszelle, die dann der Kunde einsetzen kann. Also er kann den ganzen Rest dieser ganzen Anlage selbst bauen oder woanders kaufen und nur diese Prozesszelle bei uns kaufen. Das sieht dann etwa so aus. Das haben wir für LG gebaut. LG ist eine koreanische Firma, wir kennen sie alle für Fernseher und so, aber sie sind auch Autozulieferer. Sie haben wirklich sehr, sehr große Deals mit japanischen und koreanischen Autoherstellern, und sie haben ein Plant in Korea gehabt und haben dieses Plant nach Nanjing in China quasi kopiert und haben dann einen chinesischen Anbieter gesucht, der koreanische Qualität beherrscht, der also das gleiche bauen kann wie der koreanische Anbieter, der die erste Anlage gebaut hat, aber zum günstigen Preis, local for local. Und da haben wir eben durch die Erfahrung davor, konnten wir uns dafür qualifizieren. Und jetzt ist es eben so, dass viele Kunden solche Anlagen anschauen und sagen, naja, wenn ich sowas kriege in China, dann muss ich es nicht importieren. Ja, dann muss ich es nicht importieren, wenn das geht. Der erste Schritt ist natürlich immer ein Prototyp. Das fällt, ist uns sehr schwer gefallen, weil am Anfang hat der gleiche Projektleiter den Prototypen gemacht wie die Anlage, aber der beherrscht das nicht. Inzwischen haben wir einen Experten eingestellt, sowohl in der Schweiz als auch in China, der diese Prototypen für unsere Kunden baut und der dann später eben sicherstellen kann, dass diese Prototypen dann auch gut gebaut werden, dass der Prozess beherrscht wird. Die 10 Minuten sind schon fast um. Ich übertreibe, also gehe ein bisschen schnell durch, aber ihr versteht, es geht darum, dass der Kunde versteht, wie geht die Kette, ja, von dem ersten Idee, Prototyp, kleine Anlage, große Anlage und Vollautomatisierung.
dass das alles in China geht und dass Kunden das Gefühl haben, sie bekommen bei uns das Gleiche, was sie zu Hause bekommen. Internationale Kunden, sie müssen das nicht importieren. Und ich bin dementsprechend zu dieser Entscheidung gekommen, dass ich jetzt sage, wer heute in China erfolgreich sein will, egal mit chinesischen Kunden oder mit deutschen Kunden oder mit internationalen Kunden, der muss in der Lage sein, so eine Prozesskette in China wirklich zu entwickeln, selbst zu entwickeln, dann hier in den Markt zu bringen, internationale Kunden zu gewinnen, aber auch chinesische Kunden, hier einen internationalen Standard zu definieren und dann solche Projekte, solche Erfahrungen dann quasi zu exportieren in andere Märkte. Das fängt an bei internationalem Standard, also es kann also nicht sein, dass eben nur deutsche Kunden solche, das ist eben wirklich nicht so, dass nur deutsche Kunden einen tollen Schaltschrank haben, sondern es geht bei chinesischen Kunden auch, wenn man entsprechend, also chinesische Lieferanten auch, wenn man entsprechend dafür bezahlt, also wenn man ein Budget dafür hat, dann kann da auch Siemens und so weiter einbauen, Festo. Und wir haben in Deutschland einen Verkäufer jetzt eingestellt, wir haben einen Partner in der Schweiz und wir gehen jetzt auf Messen in Europa, um dort darzustellen, dass wir auch für internationale Kunden, die in China Projekte haben, das Design in Europa beginnen können und dann nach China übertragen können. Wir haben aber auch in China ein gutes Key Account Management Team, mein Team hier, die in der Lage sind, international mit unseren Kunden zu kommunizieren, in jeder Sprache, die für unsere Kunden sprechen. Ich hoffe, ich muss kein Angebot auf Deutsch schreiben. Normalerweise machen das meine Kollegen dann auf Englisch. Es wäre aber grundsätzlich möglich. Und wir versuchen, dieses Setup eben rauszubringen, dass bei Geely Automation mit dieser Idee von meinem Chef, dass ich gerade erzählt habe, dass das Gebäude, was er damals geplant hat, dass mein Team in der Lage ist, mit unseren Kunden diesen Traum zu übertragen und dass sie uns vertrauen und uns dann die Chance geben. Und das sollte heute keine Werbeveranstaltung sein. Ich wollte eigentlich einfach nur mal zeigen, was chinesische Firmen so drauf haben. Und ich freue mich natürlich trotzdem, wenn ihr Kontakt aufnimmt mit mir bei LinkedIn, meinen Podcast hört und alles weitere, Hong Hong oder Xiaolong, können euch jederzeit auf mich hinweisen. Vielen Dank. Francis, wir danken dir wie immer und wie immer bist du wunderbar lebendig. Natürlich war das jetzt eine Werbeveranstaltung. Die ist großartig geglückt. Danke nochmal und dir weiterhin viel Erfolg. Die Herausforderungen, die du da dargelegt hast, sind sicher auch von unseren Zuhörern gut verstanden worden. So, bitte. Vielen Dank, Francis, auch von meiner Seite. Ich denke, dein Vortrag war super Ergänzung zu den anderen zwei Herren, die wir heute haben, nämlich aus der deutschen Seite. Und jetzt hast du ja die Seite von der chinesischen Unternehmen dargestellt. Jetzt kommen wir zu dem noch spannenden Teil. Was ich dann versprochen oder wir versprochen haben, ist, wir haben jetzt 5 Experten gewonnen, um mit ihnen gemeinsam über das Thema China-Strategie zu sprechen. Das Motto unserer heutigen Veranstaltung lautet Go China, Go Global. Wenn wir diesen Schritt machen, brauchen wir auch eine vernünftige Strategie. Durch die Corona-Pandemie haben wir alle gemerkt, wie wichtig der Markt in China ist für alle Unternehmen in Deutschland, auch in Europa. Aber auch durch die Pandemie ist der Austausch zwischen Europa und China stark beeinträchtigt, schon seit fast über 2 Jahren. Von daher hat China-Team die Aufgabe auf sich genommen, um diese Lücke zum Teil zu füllen. Deswegen haben wir glücklicherweise 5 Experten hier bei uns mit Ihnen, um mit Ihnen über das Thema Erstellung, Definierung und Entwicklung Ihrer China-Strategie zu diskutieren. Peter, kannst du unsere Gäste kurz vorstellen? Und du holst bitte Herrn Schumann dazu. Sehr schön. Also, wir haben Herrn Brandenburg. Ich freue mich, dass wir uns schon wiedersehen. Das ist ganz wunderbar. Herr Brandenburg ist Geschäftsführer der Clivey Automotive Group. Wir haben Herrn Christoph, den Geschäftsführer von F&K Delvotec Bonn Technik GmbH. Wir haben Rainer Burkhardt, der die Kanzlei Burkhardt und Partner Rechtsanwälte in Shanghai leitet. Wir haben Herrn Salut, den Geschäftsführer der Industrieinformatik. Und ich freue mich, dass Sie alle dabei sind. Und wir nehmen jetzt Herrn Schumann einfach in unsere Mitte. Vielen Dank. So,
Ja, willst du noch was sagen? Soll ich in die Fragen hin? Ja, wir fangen jetzt mal langsam an. Also, wie gesagt, kurze Hinweis, der Peter hat schon mal erwähnt. Also während dieser Diskussion können Sie auch gerne Fragen stellen im Chat. Wir haben auch Zeit reserviert für Sie, liebe Zuschauer, dass wir am Ende unserer Diskussion auch Ihre Frage beantworten werden. Deswegen fühlen Sie sich frei und stellen Ihre Frage im Chat. Ja, so. Fangen wir mal mit Herrn Brandenburg an. Herr Brandenburg, Sie haben ja gehört, unser Thema von heute ist Strategie, China-Strategie oder globale Strategie, um besser zu sagen. Können Sie die bisherige China-Strategie Ihres Unternehmens kurz vorstellen? Kurz davor möchte ich Sie auch bitten, Sie selbst kurz vorzustellen. Danke. Ja, herzlichen Dank dafür. Ja, besten Gruß aus Rom, wo ich mich gerade aufhalte. Tatsächlich bin ich viel unterwegs und ich bin Geschäftsführer eines technischen Dienstleisters. Die Clavei Automotive Group ist ein typisches mittelständisches, familiengeführtes oder familieninhabergeführtes Unternehmen in Deutschland. Wir haben etwa 500 Mitarbeiter hier in Europa, machen gut 30 Millionen Euro Umsatz. Und unsere technischen Dienstleistungen, die wir erbringen, sind vor allen Dingen in der Produktion, in der Automotive-Produktion oder in der Produktion von Bauteilen für die Automobilindustrie sind wir unterwegs und machen dort Maintenance, machen Instandhaltung von Anlagen, helfen also den Herstellern von Bauteilen, aber auch den OEMs dabei, dass die Produktionsanlagen so laufen, dass eine hohe Qualität erstellt wird. Und damit hängt auch tatsächlich unsere Strategie, unsere Expansionsstrategie, unsere Go-Global-Strategie zusammen. Das heißt, wir verkaufen ja keine Bauteile selber, sondern als technischer Dienstleister haben wir Facharbeiter, hochqualifizierte Leute, die wir bei unseren Kunden einsetzen, um die Produktionsanlagen dort zu optimieren. Manchmal fängt das mit einer Reparatur an, oft ist es aber auch so, dass einfach nur die Bauteile, die auch von einer Produktionsanlage kommen, in ihrer Qualität verbessert werden müssen. Und in unsere Expansionsstrategie nach China war nun tatsächlich die letzten 2 Jahre davon geprägt, dass wir mit dem damit umgehen mussten, dass unsere Kunden in China, aber auch wir nicht wirklich gut reisen konnten. Und insofern haben wir uns eine spezielle China-Strategie zurechtgelegt, die so auszudrücken ist, dass wir ein Unternehmen in China, dort ein deutsch-chinesisches Joint Venture, gesucht und gefunden haben in Tianjin, die so ähnlich funktionieren wie wir und die im Prinzip dasselbe Problem hatten, nämlich nicht reisen zu dürfen und die wollten gerne nach Deutschland oder nach Europa expandieren. Und so haben wir etwas recht Ungewöhnliches gemacht, nämlich dass zwei Unternehmen, die eigentlich eher wie Wettbewerber funktionieren, sich gegenseitig beauftragen, ihre Kunden in der jeweiligen Region, also unsere Kunden in China, werden von unserem Joint Venture Partner dort und die Kunden dieses Joint Ventures in China, die in Europa sind, werden von uns bedient. Und so ist unsere Expansionsstrategie sozusagen sehr Corona-bezogen. Ich muss jetzt richtig lachen, Torge, denn die Zusammenarbeit ist eins vom Schwierigsten. Also ich selber habe ein Buch geschrieben über Zusammenarbeit von Industrieproduzenten in Europa und Zusammenarbeit setzen viele auf ihre Fahne, aber die Wirklichkeit ist echt schwierig. Also ja. Gratuliere euch, dass ihr das hingekriegt habt. So, ja. Danke. Wir nehmen als unseren nächsten Herrn Salut vor. Und die Frage an ihn ist, als Informatikunternehmen, was wissen Sie über das Marktfeld der Digitalisierung in China?
Ja, guten Tag auch an alle. Also mein Name ist Markus Zalud, ich darf mich noch kurz vorstellen. Ich melde mich hier aus Wien in Österreich. Also schaffen wir da die europäische Runde, glaube ich, heute ganz gut mit Herrn Brandenburg in Rom und Sie in Hannover. Ja, schön. Meine Erfahrung ist, ich habe auch 3 Jahre in China verbracht als Maschinenbauer und bin dann eigentlich später dann in Europa zu einer IT-Firma gewechselt. Und wir sind eigentlich als Industrieinformatik schon vor längerer Zeit nach China zum Expansion auf dem chinesischen Markt, aber vor allem eigentlich mit unseren Kunden, nachdem wir sehr viele Konzernkunden haben, dort auch eine globale Digitalisierungsstrategie zu supporten Richtung Smart Factory. Hat zuvor ja auch schon der Herr Nemeth bei der IMS GIA angesprochen, dass Sie auch eine globale Digitalisierungsstrategie verfolgen bzw. implementieren wollen. Und da ist es halt vor allem wichtig, dass man einen Lieferanten hat, der auch vor Ort ist in China. Was hat sich da geändert, seitdem wir eigentlich in China waren? Es ist in den letzten Jahren, ich sage mal so circa wahrscheinlich ab 2015, mit der Digitalisierung, also auch durch Förderungen und anderen Incentives der Politik, nicht nur die europäischen, amerikanischen Anbieter, die man bei den Kunden öfters trifft, sondern auch viele kleine lokale Dienstleister. Also das war sicherlich der größte Wandel in den letzten Jahren im Marktumfeld. Und das ist auch für uns plus minus. Ich meine, es gibt mehr Aktivitäten in Digitalisierung, alle Unternehmen, sowohl international als auch national, investieren viel mehr in Digitalisierungsinitiativen, wo wir ein bisschen dann unsere Marktnische finden müssen, ist, dass wir sehr stark auf release-sichere Software setzen, sprich, die nachhaltig ist, wo auf zukünftigen Jahre eigentlich ein Carefree-Paket geliefert wird, das aber natürlich mit gewissen Kosten und vielleicht mit anderen Nachteilen der Geschwindigkeiten kommt. Und da ist genau, wo eigentlich sehr viele lokale Anbieter mit schnellen Tailor-Made-Lösungen, die vielleicht nicht so nachhaltig sind, aber kurzfristig auch zu einem günstigeren Preis eventuell ähnliche Lösungen bieten können. Das ist eigentlich so, wo wir heute wirklich die größte Änderung sehen. Wir sind ja gerade bei allen internationalen, gerade auch DACH-basierten Firmen in China stark vertreten und bei sehr innovativen Firmen, chinesischen Firmen, die eben auch, wie wir auch gerade zuvor den Vortrag von Herrn Krämer gesehen haben, auf internationalen Standard operieren. Das ist eigentlich heute unser Target-Customer in China und wo wir uns auch als europäische Firma in dem Marktumfeld durchsetzen können. Als Team sind wir heute in China rein chinesisch und dort auch, sage ich einmal, unabhängig von Europa agierender tätig und können dort auch alle Lösungen vor Ort in Mandarin umsetzen und auch implementieren. Also diesen Schritt haben wir schon geschafft, dass wir dort eigentlich bis auf neue Produktimplementierungen und so weiter keine unbedingte vor Ort Tätigkeit brauchen aus dem Headquarter. Interessant, Herr Zalud, ist für mich, dass es eine Doppelbewegung gibt. Die erste Bewegung war eine instinktive Reaktion gegen diese All-Inclusive-Software-Pakete wie SAP. Ich hatte vor einigen Jahren noch das Ansinnen, wir schaffen jetzt was Neues, Chinesisches, und das hat dann nicht diesen ganz teuren Rattenschwanz der Integration in die rückwärtigen Systeme wie SAP. Jetzt, durch die enorme Zuwachs an chinesischer Gesetzgebung, was Unternehmen angeht, da kommen wir auch gleich zum nächsten Sprecher, glaube ich, gibt es einen kleinen Rückbewegung, dass die Leute wieder verstehen, dass sie eben nicht nur Frontend machen müssen, WhatsApp, Frontend und so weiter, sondern auch rückwärtige Systeme integrieren, die zur Kontrolle und so weiter führen. Ja, das ist doch ein sehr guter Anhaltspunkt zu unserer nächsten Frage. Geht an Herrn Christoph. Ihre Unternehmen F&K ist ein Technologieführer. Zum Thema Innovation brauchen wir auch die entsprechende Technologie. Können Sie uns vom Marktantritt Ihres Unternehmens in China kurz schildern, aber vorher auch Ihre kurze persönliche Kurzvorstellung? Ja, hallo, mein Name ist Ralf Christoph. Ich hoffe, Sie hören mich alle ganz gut hier aus Ottobrunn in der Nähe von München. Es ist richtig, ich arbeite als Geschäftsführer für das Unternehmen F&K Delvotec Bonntechnik GmbH.
welches zu der Stramer Group gehört, welche sich hier in unserer Nachbarschaft in Straubing befindet. Die Stramer Group ist ein Automatisierer. Wir selber sind es nicht. Wir sind ein Maschinenbauer im Bereich Ultraschallbonder bzw. Laserbonder. Für alle die, die nicht wissen, was das ist, kurze Erklärung, das sind Maschinen, die über entweder Ultraschalltechnologie oder über Laser Drähte mit Leistungshalbleitern und Schaltungsträgern kontaktieren und seit 2009 auch, muss ich sagen, Batteriezellen miteinander verbinden bzw. Batterie-Busbar-Systeme mit Zellen verbinden. Das heißt, kurzum, wir bewegen uns in einem sehr dynamischen Markt, nämlich dem Halbleitermarkt. Das heißt, wir sind momentan an vorderster Front, was diese ganze Thematik Chipkrise angeht, partizipieren aber auch sehr stark dadurch, dass Frontend-Kunden wie Infineon sehr stark in Villach zum Beispiel in die Waferherstellung investieren, was dann wiederum zeitverzögert natürlich, muss ich sagen, mehr Anlagen von uns benötigt werden. Plus dieser ganze Hype, von dem wir jetzt sehr viel auch heute schon gehört haben, Elektrofahrzeuge, gerade mit dem Fokus auch in China, gibt es ja mittlerweile die großen Player, wie CATL zum Beispiel, die Batterien herstellen, die aber eben auch Batteriemodule herstellen und dann an deutsche OEMs wie BMW oder auch Tesla eben verkaufen. Und wir, wie gesagt, als Anlagenbieter partizipieren natürlich über diesen Trend sehr stark. Zu unserem Marktantritt vielleicht ganz kurz einen Abriss. Wir haben, muss ich sagen, Ende der 90er Jahre schon auch, muss ich sagen, den Versuch gestartet, über unsere Niederlassung Singapur den chinesischen Markt aufzurollen. Primär natürlich über ein Service-Team sozusagen verkauft worden ist, über Singapur an chinesische Firmen und über ein lokales Service-Team sind dann die chinesischen Kunden betreut worden. Nachdem ich den Vertrieb übernommen habe, beziehungsweise auch die Geschäftsführung und das einfach mal sortiert habe, habe ich gesehen, dass eigentlich, muss ich sagen, das ein bisschen grotesk ist, also ein so ein großes Land wie China, muss ich sagen, über so ein kleines Land wie Singapur zu betreuen. Deswegen haben wir dann recht schnell natürlich dann einen Schritt gewagt, ein eigenes Office aufzubauen. Glücklicherweise haben wir die Möglichkeit gehabt, über unseren Mutterkonzern in Taichung uns einzumieten und da auch Büroflächen anzumieten, beziehungsweise einen Demoraum aufzubauen, wo dann auch die Maschinen in dem Demoraum verfügbar sind. Das war dann 2017 gewesen, seitdem vergrößern wir uns da. Das heißt, auch vertrieblich haben wir dann Personal noch hinzu eingestellt und haben halt erstmal versucht, eine Organisation aufzubauen, um einfach, muss ich sagen, die zwei Kundensegmente, wir haben gerade eben von Target-Kunden gehört, für uns einmal die Multinational-Kunden, das heißt die Kunden, die nicht nur exklusiv in China arbeiten und produzieren, sondern eben in allen möglichen Ländern der Welt verteilt sind, diese zu betreuen in China, aus China heraus. Und das Zweite ist natürlich die lokalen chinesischen Kunden, die Domestic-Kunden zu betreuen. Das sind so die zwei Kundensegmente, die wir da unterteilt haben. Und das können wir mit dem lokalen Büro recht gut hinbekommen. Ergänzungsfrage, Herr Christoph, aus dem Chat. Wir haben zwei Fragen, die ich Ihnen und nachher vielleicht auch Herrn Burkhardt aufgeben will. Wir haben die Frage, wie wichtig ist das lokale Netzwerk? Und die hängen zusammen. Und wie wichtig ist das lokale Marketing? Würde ich ganz kurz reingrätschen, Herr Burkhardt. Ja, bitte. Kurz, genau. Also lokale Netzwerke, natürlich muss ich sagen, würde ich dann auch später vielleicht nochmal bei der Strategie nochmal drauf zu sprechen kommen. Immens wichtig natürlich, muss ich sagen, die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern, wirklich auch Partner, es müssen nicht immer nur Kunden sein, sondern andere Firmen, muss ich sagen, ist ein bisschen das Salz in der Suppe, muss ich sagen, um einfach abzukürzen. Ja, man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Und die zweite Frage war nochmal gewesen, Netzwerk und, wer sagt's mal? Lokales Marketing. Lokales Marketing, richtig, genau. Also das ist ja auch ein Bestandteil unserer Strategie in China, dass wir nicht, muss ich sagen, versuchen, aus dem westlichen Ausland heraus, muss ich sagen, schlau daherzureden, sondern wirklich einen chinesischen, kompetenten Ansprechpartner auch zu etablieren im Markt, ja. Und das natürlich auf den chinesischen Medien. Also ich meine, sicherlich werden Sie mit Google in China nicht sehr weit kommen, also gibt es ja Baidu, WeChat, ja, dass man, muss ich sagen, auch die Klaviatur bedienen, muss ich sagen, die für den chinesischen Markt ja, zur Verfügung steht, ja, und nicht irgendwie uns auf dem hohen Ross setzen und sagen, wir müssen das alles hier über Facebook deichseln, ja. Dann geht gar nichts, ja. Dankeschön, Herr Christoph. Also da der Peter schon Herrn Burkhardt erwähnt hat, also möchte ich jetzt Herrn Burkhardt dazu bieten. Bei der Marktentwicklung sollten die Rahmenbedingungen nicht aus der Sicht gelassen werden. Das wissen wir alle. Herr Burkhardt, wie stehen die aktuellen rechtlichen Bedingungen für deutsche Unternehmen in China raus?
Vielen Dank zunächst mal. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Rainer Burkhardt, bin deutscher Rechtsanwalt, seit 1997 in China rechtsberatend tätig, komme aus einem Ingenieurhaus, aus einer Ingenieurfamilie und habe deswegen die Affinität zu den meist technischen Produkten unserer Mandanten. Ich habe für zwei große US-amerikanische Kanzleien gearbeitet. Ich habe für eine große deutsche Kanzlei gearbeitet in Shanghai, in China, in Beijing, bevor wir uns vor knapp 9 Jahren selbstständig gemacht haben. Uns heißt, ich und mein chinesischer Partner. Das heißt, auch hier wieder der lokale Bezug, den wir ja eben angesprochen haben, das ist ganz wichtig. Warum haben wir uns selbstständig gemacht? Wir glauben, dass der deutsche Mittelstand, den wir fast ausschließlich als Mandanten betreuen in China, besondere Bedürfnisse hat. Und da bedarf es eben eines besonderen Setups, wie man die Bedürfnisse befriedigen kann. Wir sind, wie gesagt, eine in Shanghai ansässige chinesische Kanzlei mit 15 chinesischen Anwälten und versuchen im Duo mit meinem chinesischen Partner die Kommunikation zu bewältigen nach beiden Seiten. Also einmal zu den chinesischen Behörden, zu den chinesischen Vertragspartnern, Kunden, aber eben auch zu unseren deutschsprachigen Mittelständlern. Wir beraten umfassend und haben deswegen, glaube ich, einen ganz guten Überblick über das chinesische Recht. Das chinesische Recht, nachdem sich China in den 80ern wieder geöffnet hat. VW war ja 84 der erste große deutsche Konzern, der nach China gekommen ist, hat sich im Grunde genommen zweigleisig entwickelt. Es gab Sondergesetze, würde man sagen, für ausländisch investierte Unternehmen. Es gab am Anfang nur sehr spärliche Regelungen. Das hat sich in den vergangenen 30 Jahren, 31 Jahren rapide geändert. Es ändert sich immer noch rapide. Man kann sagen, dass sich die Gesetzesdichte fast der europäischen, der deutschen Gesetzesdichte angeglichen hat. Nur, dass alles wie immer in China viel schneller geschieht. Ja, die aktuellen Rahmenbedingungen lassen sich, glaube ich, mit zwei Punkten ganz gut beschreiben. Wir haben ganz, ganz wichtig zum Anfang des Jahres das erste Zivilgesetzbuch der Volksrepublik China bekommen. Da gab es, nur um so mal den Effort, der dahinter steckt, zu zeigen, da gab es 1953 den ersten Entwurf. Der fünfte Entwurf hat es dann geschafft. Das heißt also, ab dem 1. Januar diesen Jahres haben wir ein konsolidiertes Zivilgesetzbuch, welches wir auch aus Deutschland kennen. Warum ist das erwähnenswert? Warum ist das so wichtig? Weil die vorher unabhängig nebeneinander stehenden Gesetze jetzt vereinheitlicht worden sind und damit wird eines der großen Probleme vielleicht nicht abgeschafft, aber zumindest mal entschärft, dass sich nämlich in der Vergangenheit die Gesetze, insbesondere auch auf der nationalen Ebene, oft widersprochen haben. Ja. Ein anderer großer Punkt war Ende letzten Jahres, zum 31. Dezember 2020, sind die eben erwähnten Sondergesetze, die zum Beispiel für Joint Venture, also für ausländisch investierte Gemeinschaftsunternehmen galten, abgeschafft worden, als auch für sogenannte WFOEs, Wholly Foreign Owned Enterprises, das heißt also hundertprozentig ausländisch investierte Gesellschaften. Das sind die beiden bekanntesten oder meistgebräuchlichsten Investitionsformen, mit denen ausländische Investoren in China investieren. Das heißt also, wir haben ein inzwischen sehr dichtes, wir haben ein harmonisiertes Gesetzessystem, wir haben, was natürlich auch entsprechende negative Auswirkungen hat, sprich, es werden höhere Anforderungen an die Investoren gestellt, aber da kommen wir ja vielleicht im zweiten Teil nochmal dazu. Ja, super. Danke, Herr Burkhardt. So, mein Nachbar. Wie sollten die KMUs auf der Arbeitsebene mit all diesen Themen umgehen? Ja, wie sollten sie vor allen Dingen mit dem politischen Diskurs umgehen zwischen der EU und China und Deutschland in China? Und dazu hatte ich ja im Eingangsstatement, aber auch im Vorfeld dieser Konferenz ja hier schon etwas gesagt. Man sieht natürlich eine zunehmende Politisierung der Diskussion. Ja.
Und es bleibt zu befürchten, dass das auch nicht nachlassen wird in den nächsten Monaten, sondern eher stärker werden wird. Und man erlebt dann auch teilweise schon Szenarien oder Diskussionen, wo sich dann Unternehmer dafür rechtfertigen müssen, dass sie in China Geschäfte machen oder in China in den Markt eintreten. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, zunächst mal festzuhalten, dass es nicht die Aufgabe der deutschen KMUs oder des deutschen Mittelstandes ist, in China Außenpolitik zu machen. Ich denke, die Außenpolitik, die können wir mit Fug und Recht den gewählten Politikern überlassen, je nachdem, wie gut sie es machen oder auch nicht. Aber das ist nicht die Aufgabe des Unternehmers. Die Aufgabe des Unternehmers ist es natürlich, sein Unternehmen erfolgreich zu führen, zu schauen, wo sind die Wachstumsmärkte der Zukunft. Und da ist es, glaube ich, unbestritten, dass China dazu gehört. Und dann auch zu sehen, dass ich dort präsent bin, dass ich mich dort am Markt behaupte. Und das ist ein hochkompetitiver Markt. Das heißt, das ist auch so ein bisschen, Jörg Rutke von der Europäischen Handelskammer sagt immer, das ist so ein Fitnessstudio für die deutsche Wirtschaft. Ja, das fordert mich. Und dass ich damit mein Unternehmen wettbewerbsfähiger mache, dass ich damit allerdings auch eben das Wohlergehen meiner Mitarbeiter in Deutschland und auch in China dann sichere und dass ich Vorbild bin. Ja, natürlich, deutsche Mittelständler führen ihre Unternehmen werteorientiert. Dafür ist der deutsche Mittelstand bekannt. Und sie können Vorbild sein, sie können als Vorbild in ihrem Umfeld wirken. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Und man muss halt sich an die Gesetze halten, die deutschen, die europäischen, genauso wie die des Gastlandes. Man muss die regulatorischen Veränderungen, dazu kommen wir ja gleich noch, ein bisschen beobachten. Dazu kann man auch eine Meinung haben. Aber zunächst einmal ist es das, denke ich, worauf sich deutsche Unternehmen beim Gang nach China oder beim Arbeiten in und mit China konzentrieren sollten. Gut. Ja, sehr wichtig. Vielen Dank, Herr Schumann. Ich denke, das ist an der Stelle möchte ich noch auch als Moderatorin eine kurze Ergänzung geben. Und zwar, ich habe letzte Woche in einem Zeitungsartikel gelesen, beim neuesten Treffen zwischen dem chinesischen Handelsminister Wang Wentao und dem Präsidenten der Handelskammer der Europäischen Union in China, Jörg Rutke, eben erwähnte Herr Schumann auch, Herr Rutke, am 19.10.2021 sagte Herr Wang Folgendes: Die Reform und Öffnung ist eine grundlegende nationale Politik Chinas und die Tür zur Öffnung Chinas wird sich immer weiter öffnen. Der bilaterale Handel zwischen China und der EU wächst in diesem Jahr weiterhin schnell. Die EU ist auch eine wichtige Quelle für ausländische Investoren und ein wichtiges Ziel für ausländische Direktinvestitionen für China. Da sehen Sie ja auch, dass auch die höchste, auf der höchsten Ebene, sowohl in China als auch in Deutschland, auch die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, zwischen der wirtschaftlich, auf der wirtschaftlichen Ebene sehr stark unterstützt. Jetzt kommen wir mal zu der nächsten Fragerunde, nämlich zum Thema operative, auf operative Ebene. Ne, Herr Brandenburg, in Ihrer Videobotschaft, die wir auch auf LinkedIn veröffentlicht haben, sagten Sie, dass das kulturelle Verständnis sehr wichtig ist. Welche gute bzw. auch schlechte Erfahrungen haben Sie im Zusammenhang mit China gemacht? Ja, ich würde grundsätzlich nicht definieren gute und oder schlechte Erfahrungen. In meiner Zeit bei Volkswagen, wo ich auch für verschiedene Teams zuständig war, also für deutsch-chinesisch gemixte Teams, ging es eben nie darum, gute und schlechte Erfahrungen sozusagen zu definieren oder was ist richtig und was ist falsch, sondern eben die gesamten Teams auch immer dazu zu bringen und sagen, okay, hier funktioniert manche Sache anders. Ich gebe ein konkretes Beispiel. Das Verhältnis zu Vorgesetzten. Wir werden ja gleich auf das Thema Führungskräfte vielleicht noch kommen. Das Thema ist in China etwas anders besetzt als denn in Europa oder in Deutschland. In Deutschland ist es total üblich, dass jeder Mitarbeiter seine Kompetenzen zum Beispiel in eine Diskussion mit einbringt, sehr klare Worte wählt und versucht, möglichst Problemstellungen sozusagen genau zu
analysieren und dann auch Lösungsvorschläge gemeinsam zu erarbeiten. Und da wird auch einem Vorgesetzten durchaus widersprochen. Das wird in einer höflichen, hoffentlich guten Form auch gelingen. So ist es zumindest meistenteils. In China ist es dann manchmal schon so, dass wir gemerkt haben, dass wenn dort eine Führungskraft ein Statement abgibt und ein fachlich versierter Mitarbeiter vielleicht sogar eine bessere oder eine andere Ansicht hat zu einem Thema, vielleicht einen besseren Lösungsansatz vorlegen könnte, das dann auf einmal nicht mehr tut. Insofern ist es total wichtig, immer wieder nachzufragen, nach Meinungen, nach Lösungsvorschlägen in den Teams und das dann eben auch die Kollegen alle zu motivieren, hinzuhören, auch über Mimik und Gestik zu schauen, könnte da vielleicht noch irgendwo ein Hinweis in einem Team, in einem Meeting sein, das wir jetzt gerade noch nicht hochgeholt haben. Und das ist das, was es eigentlich auf der ganzen Welt gibt, dass man sich auch aufeinander einstellen muss und das Gegenüber ernst nehmen muss, auch oder gerade, wenn es meint, es müsste jetzt schweigen. Das wird Ihnen in Rom nicht passieren. Gut, danke schön. Das war sehr prima. War prima. Ich habe zwei Anregungen. Könntest du mir die Chats aufblenden und sehen, ob wir noch weitere Fragen haben? Vielleicht noch einmal zu dem Stichwort, weil das im Chat ja war, Beziehungen und Netzwerk. Ich glaube fest daran, und das ist auf der ganzen Welt gleich, die eine Verantwortung für einen Markt haben, brauchen die persönlichen Beziehungen in dem Markt, die brauchen ihr persönliches Netzwerk. Das ist nicht sozusagen übertragbar. Es braucht eben die Leute, die dort vor Ort mit anderen Menschen agieren, denn es agieren ja nur auf der buchhalterischen Seite Organisationen miteinander. Ansonsten sind es Menschen, die miteinander interagieren. Ja, super. Absolut wahr gesprochen. Aus dem Chat kann ich beitragen für alle folgenden Panelisten, dass wir eine Frage nach der Entwicklung von Preisen und Kosten haben, falls jemand sich angesprochen fühlt. So, ich nehme trotzdem Herrn Salut bitte. Was bedeutet Innovation in Bezug auf China für Sie? Innovation jetzt in Bezug auf China. Also wir sind eigentlich in dem Stadium auch, wo gerade eben durch diese Dynamik auf der IT-Seite in China und gerade Richtung IoT und Cloud-Plattform es sehr viele schnelle Innovationen gibt, dass wir mit Partnern zusammenarbeiten in China. Also ich sage mal, wir als Softwareunternehmen, das auch auf eine sehr nachhaltig orientierte Entwicklungssystematik aufgebaut ist, werden sicherlich nie unseren Kern unseres Produkts, sage ich mal, in China weiterentwickeln, beziehungsweise dort federführender auch für den chinesischen Markt weiterentwickeln. Aber wir haben unser Produkt in den letzten Jahren so weit geöffnet, dass es viele Möglichkeiten gibt, mit den unterschiedlichsten Partnern in China zu arbeiten. Und das sind eigentlich diese Innovationsschritte, die wir in China weiterführen, damit wir eben dort lokal, wenn es auch Richtung Automatisierung geht, wenn es Richtung Cloud eben geht, die lokalen Gegebenheiten und auch Anforderungen optimal mit den lokalen Partnern abdecken können. Und so, sage ich einmal, eine Mischung von einer Weiterentwicklung für den lokalen Markt machen, ohne wirklich aufs Kern unseres Produkts zu gehen müssen. Und eine Fragestellung. Provokante Nachfrage. Jetzt sind Sie auf der gemütlichen Seite. Ja. Machen Sie mal ungemütlich. Es gibt ja eine chinesische Verlangen und ich repräsentiere das zum Beispiel mit 40 Forschungsprofessoren an meinem Innovationszentrum in Wuhan. Ja. Ein Verlangen, eine China entstandene Innovation explodieren zu lassen und weiterzutragen. Also Frage ist, was lernen Sie? Als provokative Nachfrage zu dem Innovationsthema. Was lernen wir aus den Anforderungen? Gut, ich meine, was wir lernen, ist im Grunde genommen für die chinesischen Kunden, sage ich einmal, die diese Anforderungen haben und mit einem gewissen
vor Ort Input, der notwendig ist, diesen Teil ja mit kleinen Programmierungen, mit Zuschalten über Plattformen, das, was wir heute hauptsächlich machen, in unsere Software hinein von anderen Add-on-Produkten abzudecken. Also das ist im Grunde genommen dort unser Lösungsansatz. Für eine komplette Öffnung unserer Software wäre das auch in Zukunft für uns ein No-Go und würde da auch manche, sage ich einmal, Fragestellungen für die weitere Strategieentwicklung bei uns in China, sage ich mal, aufs Tablett bringen. Aber wie gesagt, wir machen das mit Öffnung der Software und damit eigentlich Integrierung von anderen Lösungsansätzen in unserem Kernprodukt. Okay, Dankeschön. Vielen Dank, Herr Zalut. Jetzt kommen wir wieder zu Herrn Christoph. Da Herr Zalut auch schon das Wort Strategie wieder im Mund genommen hat, möchte ich mich hier auch anschließen. Herr Christoph, wie sieht Ihre Strategie 2025 aus in Bezug auf China? Gerne. Unsere Strategie, muss ich sagen, haben wir eigentlich, wie gesagt, iterativ immer wieder weiterentwickelt. Das ist jetzt nicht so ein Projekt oder so ein Prozess, den man einmal tut und dann steht da und dann guckt man, ob es klappt oder nicht klappt, sondern die wird halt immer, muss ich sagen, angepasst, manchmal auch im Quartal angepasst. Also das ist ein lebendiger Prozess. Und um die Frage genau zu beantworten, also wir haben ja die Strategie 2025 ins Visier genommen. Warum? Weil wir einfach natürlich, muss ich sagen, von einem größeren Absprungspunkt, muss ich sagen, das gestaltet haben. Ich habe es vorhin schon erwähnt, wir gehören zur Strama NPS, unser Mutterkonzern mit der Niederlassung auch in Taichung, wo wir ja auch mit vertreten sind. Das heißt, da haben wir uns einfach mal Gedanken gemacht, muss ich sagen, wie die einzelnen Business Units des Mutterkonzerns, unter anderem eben auch die Firma F&K Derbotech, eine Symbiose bilden können. Einmal natürlich, muss ich sagen, um intern unsere Maschinen herzustellen und das nicht nach außen zu vergeben, sondern intern in China, muss ich sagen, zu sourcen, chinesische Komponenten, muss ich sagen, zu kaufen und daraus eine Maschine zu bauen. Also das heißt, unsere Komponenten heute zu substituieren. Warum das Ganze? Die Frage kam ja gerade im Chat auch auf. Das Thema Kosten schlägt natürlich zu. Das ist aber kein chinesisches Phänomen, sondern ein globales Phänomen. Das heißt, wir treten global in Wettbewerb mit anderen Anbietern und sicherlich derjenige, der die beste Wirtschaftlichkeit mit seinem Equipment erreicht, muss ich sagen, hat nachher die Nase vorn. Er muss vielleicht dazu sagen, wie gesagt, wir sind jetzt über 43 Jahre am Markt mit unserer Firma F&K Derbotech. Haben, muss ich sagen, historisch einfach die Maschine immer, muss ich sagen, German Overengineering ist, glaube ich, vielen ein Begriff, ja, sehr Premium charaktermäßig designt. Das heißt, Zielstellung für den chinesischen Markt ist es halt einfach, muss ich sagen, mit gleicher Qualität, aber günstiger die Maschine zu bauen. Das in Verbund mit unserem Mutterkonzern. Das ist der Kern unserer Strategie. Und das Ganze sicherlich, muss ich sagen, haben die Vorredner ja gerade auch schon rausgearbeitet, auf den chinesischen Markt zuzuschneiden. Das heißt, eine chinesische Bedienoberfläche zu haben, chinesische Softwareprodukte zu haben und so weiter und so fort. Das sind natürlich dann die Nuancen, die man in jedem Markt vielleicht machen muss. Aber wichtig ist einfach, muss ich sagen, wir haben es vorhin auch von Julie, von Francis ja gehört, muss ich sagen, einfach dieses Buy Local, Produce Local, ja, das muss man einfach, muss ich sagen, jetzt mit Leben füllen und das ist der Kern unserer Strategie 2025. Sehr schön. Ich freue mich, Herr Burkhardt hat es ein paar Mal angekündigt. Der ist ungeduldig, er scharrt mit den Füßen. Machen Sie uns ein bisschen weiter mit den rechtlichen Empfehlungen für KMUs in China. Bevor wir auf die Empfehlungen kommen, vielleicht noch auf die Herausforderungen. Da hatten wir ja noch nicht drüber gesprochen. Und da ist letzten Endes auch ein historischer Blick auf das chinesische Zivilrecht notwendig. Warum? Das chinesische Zivilrecht hat seine Wurzeln im Japanischen und das wiederum hat seine Wurzeln im Kontinentaleuropäischen. Also letzten Endes geht es zurück auf den Code Napoleon bzw. das römische Recht mit all seinen Vorteilen und Schwächen. Natürlich bin ich als kontinentaleuropäischer Jurist felsenfest davon überzeugt, dass unser System besser ist als das angloamerikanische sogenannte Case Law. Unser System hat aber eine Schwäche und die finden wir eben systemimmanent sozusagen auch in China, nämlich dass wir, um alle Lebenssachverhalte, wie der Jurist es so schön zu formulieren versucht, mit abstrakt generellen Normen zu erfassen versuchen.
Und das klappt sehr gut. In Deutschland zum Beispiel gab es bislang nur eine große Novelle des BGBs, welches immerhin seit 1900 Gültigkeit besitzt, also über 100 Jahre. Aber diese abstrakt generellen Begriffe haben natürlich die Tücke, dass sie ausgelegt werden müssen. Sie müssen interpretiert werden. Und diese Interpretation, die findet in Europa grundsätzlich, die wird durch die Gerichte, durch die höchstrechterliche Rechtsprechung wahrgenommen. Die ist auch in Metern, wenn nicht Kilometern von höchstrichterlicher Rechtsprechung dokumentiert. Und das ist ein Element, welches uns hier als Juristen in China noch fehlt. Das heißt, wir deutsche Juristen fühlen uns sozusagen wie der Fisch im Wasser im chinesischen Zivilrecht, weil es unserem deutschen Zivilrecht sehr ähnelt. Aber es fehlen zwei wesentliche Elemente, die wir im Alltag immer wieder schmerzlich vermissen. Das eine ist, wie gesagt, die höchstrichterliche Rechtsprechung. Die andere ist die wissenschaftliche Kommentarliteratur. Herr Professor Sachsenmeier, Sie wissen das, Professoren fühlen sich dazu hingezogen, jedenfalls im rechtlichen Bereich, das Gesetz zu kommentieren. Auch das fehlt uns in dem Ausmaße. Es gibt zarte Pflänzchen, aber es fehlt uns in dem Ausmaße, wie wir das aus Deutschland kennen. Und wozu führt das? Warum erkläre ich das? Das führt dazu, dass die generell abstrakten Begriffe, die wir auch im chinesischen Zivilrecht haben, letzten Endes von den Beamten, von den Behörden, von den lokalen Behörden interpretiert und ausgelegt werden. Und das führt naturgemäß zu einer Uneinheitlichkeit. Das heißt also, die Investoren werden es oft erleben, dass wenn sie verschiedene Beamte in derselben Behörde, dass sie, wenn sie verschiedene Behörden vielleicht auch grenzübergreifend in verschiedenen Provinzen die gleiche Frage, die gleiche rechtliche Frage zum gleichen Paragraphen, zum gleichen Gesetz stellen, dass es unterschiedliche Antworten gibt. Die gibt es natürlich bei uns in Deutschland auch, gar keine Frage. Aber ich sage es mal, die Intensität, mit der wir das hier in China erleben, die ist, glaube ich, schon höher. Und deswegen erschwert das letzten Endes die Anwendung der entsprechenden Gesetze. Zwei praktische Probleme, mit denen wir kämpfen, auch wieder ganz aktuell. Gesetzesvorhaben, ich habe es vorhin gesagt, die Gesetzeslandschaft in China wandelt sich stetig und wandelt sich schnell. Das führt auch dazu, dass Gesetze letzten Endes immer, ich sage es mal, kurz vor dem Inkrafttreten nicht veröffentlicht werden. Veröffentlicht werden sie schon vorher, sie werden auch diskutiert, aber man ist bis zum Termin des aktuellen Inkrafttretens letzten Endes nicht sicher, ob denn bestimmte Gesetze jetzt tatsächlich so umgesetzt werden, wie sie vorher in 3, 4 Lesungen diskutiert wurden. Ganz aktuelles Beispiel im Moment, was die auch da zum Thema Kosten, was deutsche Unternehmen, nicht nur was ausländische Unternehmen betrifft, dass jetzt die Steuervergünstigungen, die es bislang für ausländische Arbeitnehmer gab, die sollen angeblich zum 01.01.2022 abgeschafft werden. Das hätte signifikante Mehrkosten für beide, für den Arbeitnehmer und für den Arbeitgeber zur Folge. Heute ist der 27. Oktober und wir wissen noch nichts Genaues. Ja. Ein anderes Problem, mit dem wir auch als Anwälte zu kämpfen haben, wir sind ja die Gesetzesanwender neben den Behörden. Ein anderes Problem, mit dem wir zu kämpfen haben, sind die Durchführungsverordnungen. Ja. Gesetze sind in der Regel sehr generell formuliert, je höher sie sind, mit der Verfassung als höchstem Gesetz, aber je höher sie gestellt sind, desto abstrakter, desto genereller sind sie und sie müssen letzten Endes anwendungsfähig gemacht werden mit Durchführungsverordnung. Und auch da ist es oft so, dass Durchführungsverordnungen sehr spät bekannt gemacht werden oder im schlimmsten Fall fehlen. Ja, auch hier ein ganz aktueller Fall für Lebensmittelimporte ausländischer Lebensmittelhersteller oder Händler in die Volksrepublik China gilt ab 01.01. eine Registrierungspflicht.
das Gesetz steht. Wir wissen nur nicht, wer zuständig ist und wie wir diese Registrierung durchführen sollen, weil die entsprechende Durchführungsverordnung fehlt. Das heißt also, im Moment stehen uns alle Lebensmittelhersteller auf den Füßen und fragen sich, was sollen wir tun? Vielen Dank, Herr Burkhardt, für die ausführliche Erklärung. Aus zeitlichen Gründen möchte ich die letzte Frage an Herrn Schumann richten. Wir haben ja schon von Herrn Christoph zum Beispiel gehört, dass er sehr pragmatisch in China vorgegangen ist. Also, was ist dann Ihre pragmatische Empfehlungen an deutsche klein- und mittelständische Unternehmen für ihre zukünftige erfolgreiche Zusammenarbeit mit China? Naja, ich bin immer ein großer Freund von Pragmatik. Erfolgreiche Unternehmer, die sind pragmatisch. Dann lassen Sie mich vielleicht abschließend nochmal auf drei Begriffe eingehen, die hier jeweils eine Rolle gespielt haben. Innovation oder Innovationsfähigkeit, Innovationskraft, Kompetenz und eben Pragmatismus. Also zum einen müssen wir einfach anerkennen und auch konstatieren mittlerweile, dass China in vielen Bereichen nicht nur aufgeholt, sondern teilweise auch überholt hat, dass in China zukunftsweisende Innovationen getätigt werden und dass so wie deutsche Unternehmen lange gelehrt haben und chinesische Unternehmen lange von Deutschen gelernt haben, mittlerweile auch deutsche Unternehmen von chinesischen lernen können. Dass es wichtig ist, dass wir uns dem stellen, dass wir das auch bei uns wahrnehmen, angehen, offen dafür sind. Ich finde, das ist eine Form eines gesunden Wettbewerbs. Ich finde es etwas unglücklich, immer von systemischer Rivalität zu sprechen, dass man das Gefühl hat, also China wird uns gleich morgen schon kolonisieren. Das ist auch ein bisschen dieser unglücklichen Einführung des Begriffs damals in dem BDI-Papier geschuldet. Es geht um einen gesunden Wettbewerb. Und deswegen halte ich es auch für wichtig, dass, wenn wir nochmal auf das Thema Führungskräfte gehen, dass wir auch deutsche Führungskräfte nach wie vor Ort haben. Das ist im Moment so, dass man ja sagt, okay, es ist so schwierig geworden durch die Pandemie, dann lassen wir mal die chinesischen Teams das vor Ort machen und lokales Management etc. Das ist alles wichtig, aber ich glaube, es ist genauso wichtig, dass wir nach wie vor aus unseren Unternehmen noch deutsche Experts dorthin entsenden, auch wenn es schwierig geworden ist, damit sie das mitbekommen, die Kompetenz aufbauen und diese auch wieder mit zurückbringen nach Deutschland. So, das führt mich zu dem Thema China-Kompetenz und dem, was wir so im politischen Umfeld dann auch diskutiert hatten. Da muss man einfach konstatieren, dass natürlich ein medialer Diskurs immer verzerrt ist. Ja? War er schon immer zu China, aber zu vielen anderen auch und dieser auch zu Deutschland, in China selbst. Und nichts die eigene Anschauung vor Ort und tatsächlich die gelebte Erfahrung ersetzen kann. Und dass mit 8000 deutschen Unternehmen in China natürlich eine geballte China-Kompetenz, China-Erfahrung und Pragmatik auch im Mittelstand vorhanden ist. So, nun haben wir das Problem, gestern hat sich der 20. Deutsche Bundestag konstituiert. Wir haben 735 Abgeordnete. Von diesen 735 Abgeordneten sind gerade noch mal 14 Unternehmer. Ja, 11 Unternehmer und 3 Unternehmerinnen. Ich denke, China ist ein Thema, was sicherlich weiterhin die Schlagzeilen bestimmen wird. Das macht man politisch gerne, damit kann man punkten im öffentlichen Raum. Aber es wäre wichtig, dass wir diese Kompetenz nutzen, dass auch tatsächlich Unternehmen sich einbringen, um mit der Politik zu sprechen. Und damit meine ich keine Belehrung, damit meine ich auch kein Lobbying, sondern es einfach darum geht, vielleicht auch den lokalen Bundestagsabgeordneten die eigenen Erfahrungen mitzuteilen, um mehr Sachverstand in die Debatte zu bekommen. Ja? Denn natürlich, die Politik wird regulieren. Wir haben das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was am 11. Juni verabschiedet worden ist, was Auswirkungen haben wird. Es wird eine weitere Variante auf der EU-Ebene folgen. Das CAI, das hängt leider, muss man sagen, denn es hätte unseren Unternehmen und europäischen Unternehmen Vorteile verschafft. Die Amerikaner haben ein existierendes Abkommen mit China, die EU hat es nicht. Und das halte ich, wie gesagt, für wichtig, dass man sich so politisch einbringt als Unternehmer. Wie gesagt, nicht belehrend und auch nicht aus Lobbyinteresse. Und das Letzte im Pragmatismus, ja, pragmatische Lösung. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir leiden alle im Moment unter der Pandemie, wir leiden alle an der Unmöglichkeit, jetzt wirklich zu reisen. Und China hat Gründe, warum sie das so gemacht haben. Sie haben sich für die Null-Covid-Strategie entschieden und das muss man respektieren. Und da gibt es so zum Beispiel momentan Baustellen, dass natürlich viele chinesische Unternehmer gerne wieder nach Deutschland kommen würden, um auch mit Deutschen vor Ort Geschäfte anzubahnen oder Verhandlungen wieder aufzunehmen.
Was von deutscher Seite genauso erschwert wird, ja, ist das Gesetz der Reziprozität. Man sagt, okay, die chinesischen Behörden machen die Einreise für die Deutschen so schwierig, dann machen wir das umgekehrt genauso. Nur das ist ja eigentlich blödsinnig, weil wir werden uns aus China keine Corona-Fälle importieren nach Deutschland. Ja, und da würde ich mir wünschen, dass wir pragmatischere und auch flexiblere Lösungen haben, was nicht bedeutet, dass man nicht weiter bei den chinesischen Stellen dafür werben sollte, dass wir mehr Fast-Track haben, mehr Angebote haben, mehr Flüge haben und auch wieder mehr Unternehmen hereinbekommen. Und da eine gesunde Portion chinesischen Pragmatismus, die abzuschauen, fände ich nicht schlecht. Ja. Bevor wir, das Wunderbare ist, dass ganz wenige von Ihnen sich ausgeschaltet haben. Wir haben also einen Verlust von Anfang bis jetzt von weniger als 15%. Das heißt, es sind Leute noch interessiert. Trotzdem zwei, drei ganz schnelle Sachen. Einmal den Abspann. Sie haben eine ganz große Bandbreite an Herausforderungen gesehen und auch eine ganz große Bandbreite an Lösungen. Interessant war diese Idee mit dem Wachstum aus China heraus. Interessant waren die verschiedenen Strategien. Interessant war der Technologiebezug, das Aufnehmen von Ideen und interessant eben auch, wenn man sich die ganze Veranstaltung anguckt, die geballte China-Kompetenz, die auch hier in diesem Podcast, in diesem Webinar stattfand und sich gezeigt hat. Wir freuen uns drauf, dass Sie das weiter mit uns verfolgen. Ich kann Ihnen von den Organisatoren sagen, dass wir auch die zwei, drei ausstehenden Fragen aus dem Chat gerne noch direkt beantworten. Bitte fühlen Sie sich beflügelt, mit uns in Verbindung zu treten, damit wir das machen können. Unser Hauptveranstalter Xialong Hu guckt mich schon ganz energisch an. Also ich sage, ich beantworte alle. Ja. Gut. Vielen Dank für die abschließenden Worte, Peter. Und auch vielen Dank, Herrn Schumann. Also ein besseres Abschlusswort kann es nicht geben. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Worte. Wir sind schon ziemlich am Ende unserer Veranstaltung. Ich hoffe, durch unsere intensive Diskussion und auch vorher die Expertenvorträge haben Sie Informationen für Sie mitnehmen können. Das ist auch, das liegt auch im Herzen vom China-Team, ja, dass Sie auch durch heutige Veranstaltung Informationen mitnehmen und auch Gedanken über Ihre Strategie 2025 Gedanken machen und vielleicht auch etwas Hilfestellung durch die Panel-Diskussion bekommen haben, wie Sie Ihre Strategie fortsetzen können. Jetzt möchte ich auch die letzten Worte an unsere Organisatoren, zwei Organisatoren, nämlich die Stadt Hannover, Herrn Barrera und Xialong Hu, zur Bühne bieten. Bitte, die Bühne ist eure. Ja, danke, Hong Hong. Sportschau würde 3 Minuten später ausstrahlen. Ja, ich freue mich sehr, dass heute vieles gut geklappt hat. Die wahren Helden wissen, was ich meine damit, die hinter die Bühne stehen. Und als Gastgeber freue ich mich natürlich, dass ich heute zwei wunderbare Co-Organisator habe. Hannover Impulse GmbH, aber auch Stadt Taizhang Hightech Park. Und ich möchte mich auch bedanken bei Hong Hong Xu und bei Peter, die zwei bezaubernden Moderatoren und auch die zahlreich erscheinenden Gäste und Sie, Publikum. Ein Wort über China-Team. China-Team haben wir in 2020 gegründet. Wir bieten Beratung und Coaching nur für deutsche KMU an, ganz pragmatisch. Und Schlusswort bedeutet immer auch auf Wiedersehen und auch Abschied. Auf Wiedersehen können Sie uns am 11. November mit diesem Webinarformat über Maschinenbau, Designed Machinery in Germany for Chinese Red Ocean in englischer Sprache. Auf Deutsch können Sie uns am Ohr haben, wieder hören über China Hotpot. Und da haben wir über 50 Experten interviewt. Sie können uns dann immer wieder hören, ganz praktisch wieder beim Kochen, beim Spazierengehen oder beim Laufen. Und mit diesen Worten möchte ich Ihnen auch sagen, Sie sind auch willkommen, uns zu treffen in Taizhang
oder auch in Hannover. Deswegen gebe ich mein Wort an José weiter. José ist der wahre Projektleiter dieses Projekts und auch technischer Direktor von unserem ganzen Event. José. Vielen Dank, Shalom. Mein Name ist José Germán Barrera. Ich bin Projektleiter für Internationalisierung bei der Hannover Impuls GmbH. Hannover Impuls ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Stadt und Region Hannover. Das Thema China, die Projekte mit China, obliegen meiner Verantwortung. Insofern freue ich mich, den Kontakt mit Ihnen aufzunehmen und weiterhin mit Ihnen zusammenzuarbeiten. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei der Stadt Taichung bedanken für die Durchführung der Konferenz und hoffe ich, dass wir bald vielleicht in einer Art Kooperation zusammentreten. Ich möchte die Gelegenheit aber auch nutzen, mich bei allen unseren Zuschauern zu bedanken, dass sie so zahlreich dabei waren. Ich möchte mich bei meinem Co-Organisator und Kollege Shalom Hu bedanken, für das gesamte China-Team, für Mercedes, die auch an der Technik auch dabei war und für die charmante Moderation von Hong Hong Hu und Professor Peter Sachsenmeier. Mir bleibt nichts anderes übrig, als nochmal Danke zu sagen. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Hong Kong. Ja. So, nochmal von meiner Seite herzlichen Dank an Sie, liebe Zuschauer, für Ihre Geduld, für Ihre Anteilnahme. Wie Shalom schon mal angekündigt hat, wird China-Team weitere Veranstaltungen führen. Eine davon wird auch solche Webkonferenz in Hybridform oder Offline-Form werden wir auch jährlich veranstalten, damit wir auch immer wieder die Verbindung zu Ihnen führen können. Ja, Sie sind weiterhin herzlich willkommen. Ja. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und hoffentlich sehen wir uns bald. Sehr gut. Das genügt für dich. Danke. Tschüss.